Einen schönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Unser Laden wird geöffnet. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ja, was habe ich hier getan als letztes? Eigentlich gar nichts. Ich habe 2, 3 Runden mal hier verkauft, um ein bisschen Kohle zu machen. Aber naja, der Einkauf, der ist immer wahnsinnig teuer. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein paar Tage nicht gespielt, weil ich ja genug im Vorfeld aufgenommen hatte. Ja, ich wollte erstmal langsam wieder auf 2 Regale gehen, so wie hier überall. Hier auch. Mal sehen, ob sie... Entschuldigen Sie bitte. Dass die erstmal ein bisschen vernünftig kaufen hier. Ne, Kaffee müsste ich... Obwohl, Kaffee habe ich. Ich glaube, ich werde das auch so seitlich stellen alles. Das sieht irgendwie schöner aus. Ne? Oder lasse ich das übereinander? Ne, ich glaube... Obwohl, hier ist es auch so. Und was sieht schöner aus? Moment mal, da habe ich ja gar keine 2. Oh. Ach doch, klar habe ich. Aber nee, Quatsch, die Milch habe ich ja 4-mal, sehe ich gerade. Wie Quatsch, was laber ich denn? Ich hätte auch 4-mal. Da und da. Ja, ich bin mal überlegen, ob ich das lieber seitlich mache. Also so wie hier, ne? Ich mach's mal lieber doch gleich. Ich wollte gerade mal testen, wer schneller ist. Ich oder der andere. Aber ich mach's lieber gleich weg. So. Ich hoffe nicht, dass er jetzt wieder anfängt zu tanzen, weil ich ihn jetzt wieder durcheinander bringe. Ich glaube, deswegen kam er auch letztens zum Tanzen, weil er das da erwartet hat, aber da ist es jetzt drin. Ich glaube, deswegen hat er getanzt letztens. So, danke, dass du mir die Schokolade da wieder in den Weg gestellt hast, my friend. Aber ist egal, ich habe meine leere Kiste hier noch. So, gehen Sie mir mal aus dem Weg, junger Mann. Danke. So, dann hole ich hier oben die Schoko noch runter. So, erledigt. Jetzt geht's hier weiter. Obwohl ich ganz gerne den Zucker da weg haben würde. Wegen hellen Zucker, dunklen Zucker, denn den Zucker. Oh Gott, da brauche ich auch noch Regale ohne Ende, sehe ich gerade. So, wie machen wir das hier am besten? Ich würde sagen, ich nehme den erstmal hier raus, stelle den da unten rein. Dann nehme ich
Achso, hätte ich ja die Kiste drinnen lassen können. Oh, jetzt kommt hier durcheinander die gute. Ja, okay, ich sollte das nicht machen während des laufenden Betriebes. Okay, das ist nicht so gut. Shit. Okay, ich musste mal schnell das voll kriegen. Vielleicht läuft sie dann weiter. Okay, dann nochmal die Biene Maya. Lass ich mal durch hier. Nee. So, du komm, dieses Fall ist voll. Obwohl, ich hätte das gerne da. Obwohl, eigentlich ist es egal, ne? Besser. So, ich weiß ja gar nicht. Kommt noch einmal irgendwelche Zahnpasta kommt. Oh, Kuchen, Kuchen. Ach, du ahnst das nicht. Nuss-Nougat-Creme. Soda, Soda, Wasserflaschen. Nochmal Kuchen. Schokoladenriegel. Nochmal Zucker. Ach du Scheiße. Okay, jetzt kommt keine, ich sag mal, Cornflakes mehr. Dann würde ich sagen, werde ich diesen Zucker hier unten rausnehmen. Und werde den da reinballern. Dann werde ich den hier rausnehmen. So. Obwohl, wartet mal. Ich hätte ja gerne... Warte mal, Kuchen, Kuchen. Zweimal Kuchen kam noch, ne? Ne, eins, zwei, drei, vier. Viermal Kuchen kommt noch. Oh Gott. Wie gesagt, das will ich alles schon nebeneinander haben, ne? Das heißt, ich bräuchte nochmal ein ganzes Regal nur für Kuchen. Aber bis dahin habe ich ja schon die Erweiterung da hinten. Obwohl, mir fällt ja gerade was ein. Mir fällt ja gerade was ein. Und zwar... nein! Habe ich das gar nicht gekauft? Ist das dieses Regal hier? Ich hoffe es. Nein, kann ich nicht kaufen. Und hier könnte ich auch noch Regale hinfromsen. 25.000 haben wir bereits. Dankeschön und beehren Sie uns bald wieder. Wir haben 2420 Dollar minus eingenommen. Wenn sich das mal nicht lohnt.
So, jetzt muss ich mal gucken, was ich da gekauft habe. Was war das? Ich glaube, dass es das war, was ich denke. Ja, was ist es? Genau, das wollte ich. Aber wartet mal, wir machen das anders. Wir werden den hier wegnehmen. Ich werde die ein kleines bisschen nach vorne nehmen. So. Geh mal weg, da war ein Freund. So. Ja, das wird Zeit, dass wir da hinten die Vergrößerung endlich haben, dass die Kassen hier ein bisschen freier stehen, weil das stört mich ehrlich gesagt. Ich hasse das, wenn da alles so eng ist. So. Und dann können wir jetzt nämlich diesen Zucker hier rausnehmen. Und hier einmal. Theoretisch ist das jetzt ein Regal, ne? Ne, warte mal. Das muss ich mal selber überlegen. Doch, genau. Das ist jetzt zweimal, genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganz genau. So wollte ich das haben. Dann kann ich jetzt zum Beispiel. Wartet mal, ich wollte ja die zwei, wollte ich ja auch nebeneinander haben. Dann werde ich die mal hier oben rausnehmen. Die knalle ich hier rein. So, dann habe ich die zwei jetzt auch getrennt. Ja. 4, 4, 4, 4. Also 2, 2, 2, 2. Da hinten zwei, da zwei, da zwei, da zwei. Okay, haben sie auch noch genug Platz. Wie gesagt, das ist hier ein bisschen eng. Das stört mich immer noch ein bisschen, aber es geht noch von der Sache her. Da kann ich erstmal offen lassen. So, Kaffee. So, so. So, dann nehme ich den erstmal raus. So, habe ich die auch getauscht. Dann geht das hier weiter. So, dann haben wir das auch. Jetzt brauchen wir bloß noch den Toast. Wohl der Toast hier beim Kaffee. Ach, jetzt schade, dass ich hier kein Regal mehr rankriege. Sonst hätte ich hier den Toast. Wisst ihr was? Den Toast kann ich doch da hinten reinstellen, oder? Weil es kommt ja noch Kuchen. Ich meine, hier hinten würde ich auch noch eine Palette reinkriegen. Aber wartet mal, hier haben wir ja auch noch genug Platz. Ich glaube, ich mache das Brot hier hinten jetzt hin. Ne? Ich mache das Brot hier hin. Jetzt wollte ich gerade wieder loslaufen. Das wäre ja wieder was geworden. So. Gehen wir mal aus dem Weg, mein Junge. So.
Dann haben wir das auch fertig. Naja, ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das Mehl hätte ich ganz gerne noch. Ich werde das erstmal hier reinkloppen. Obwohl ich das hätte auch gleich sortieren können, ne? So, dann nehme ich erstmal das Mehl hier raus. Ich mache das mal erst zu Ende hier schnell. Bevor den Laden aufmache, sonst kommen die Kunden hier wieder durcheinander. So, und jetzt könnte ich theoretisch das wieder da reinschmeißen, ne? Aber ich lasse es erstmal hier bei den Gewürzen und Ketchup ist ja theoretisch alles eins. So, das haben wir, das haben wir. Obwohl, da hätte ich das Dreh auch noch reinmachen können, ne? Okay, schnell einkaufen. Auch wenn sie noch nicht fertig sind beim Einräumen. Gleich mal ein bisschen sortieren wieder. Oh, jetzt wird wieder eingekauft, wie verrückt. Mehl brauchen wir hier oben, das rote. Einmal das blaue. Ah ne, das war ja das hellrote, sag ich mal. Immer wenn ich am Aufnehmen bin, habe ich immer das Gefühl, dass wenn ich einen Kloß im Hals habe und husten will, muss. Ich habe wieder vergessen, die Schnelltastenkombination für das Mikrofon ausmachen. Deswegen versuche ich mir das jetzt noch so lange wie möglich zu verkneifen mit dem Husten. Halt, war das jetzt eine? Ja, das waren... Nein, das waren zwei, das waren große Kisten. Ich muss einen erstmal. Ne, halt, hier bin ich falsch. Hier ist alles noch mehr oder weniger vorrätig. Hier kann ich einmal, da kann ich einmal, hier kann ich zweimal. Oh, Orangenjuice wurde mal gekauft, wie verrückt. Oh, das Geld geht wieder weg. Meine Güte. Das war mal eine schöne Folge davor. Als ich mal einmal komplett nur im Laden war draußen. Und nicht immer hier am Bestellen und so bin. Warte mal, wie viel kaufe ich schon wieder ein? Für 3.400 Dollar. Einmal das, einmal das. Zweimal das. Halt, hier hätten wir gesehen immer. So, ich würde sagen, wir sind bei 19 Minuten. Ja, wir machen den Laden mal schon auf. So, dann muss ich jetzt nur nach oben gucken. Und dann versuche ich mal bei den Leuten hier ein bisschen mitzuhelfen. So, was konnte denn nicht einsortiert werden? Reinigungsmittel. So, Deckel zu. Na gut, dann ist das voll. Dann haben wir hier noch Orangenjuice.
Der ist bestimmt auch voll. Nö, ist gar nicht voll, siehst du? Konnten wir noch wenigstens 3 reinschmeißen. Und den können wir da reinstopfen. So, was können wir dann noch einräumen? Komm, wir können da Toilettenpapier. Wir können noch Toilettenpapier. Nein, keine Angst, ich laber das jetzt nicht mehr das gleiche. Aber ich werde das mal ein bisschen mit. Oh, das ist alles so eng hier. Ich hasse das. Aber, auch wenn es eng ist, es spart Geld, ne? Und man kann jetzt auf kleinsten Raum viel Ware anbieten. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, umso größer man den Laden macht, umso mehr Kunden kommen von vornherein, ne? Nehme ich mal an. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen das Toilettenpapier über den Kopf ins Regal gepackt habe. Auf die Palette. So, Kartoffeln können wir bestimmt auch noch ein paar nehmen. Siehst du? Da hat es ein Gepiepe da. Piep, 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 piep. So, guck mal da oben, den großen Reiniger können wir noch nehmen. Oh, hier machen wir wenigstens noch eine Kiste wieder leer. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann und junge Frau. Ach Mensch, ich wollte doch den Mod nehmen, der die... Ach Mist, wieder vergessen. Dass Sie sich immer an der leersten Kasse anstellen. Heißt das so, an die leerste Kasse? Naja, an die Kasse anstellen, wo am wenigsten Leute stehen, dann eben so. Ja, guck mal, warum stellen die sich alle da an, wenn der hier vorne nichts zu tun hat? Da muss ich mal nochmal rausgucken, welcher Mod das gewesen ist. Ob ich das Regal nicht gerade aufgefüllt da oben links? So, dann kann ich hier gleich nachkaufen, aber ich guck mal noch die anderen Sachen. Okay, das weiße Motoröl kann ich auch wieder reinschmeißen. Motoröl. Das sieht aus wie Motoröl, ne? Oh, schon wieder alle. Nein, ist noch nicht alle. Jetzt ist alle. Meine Güte, das wäre ja wieder was geworden. Oh, da muss ich noch an die Anfangszeit denken, weil ich da alles bestimmt weggeschmissen habe. So, wie spät haben wir das? 3.20 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann kann ich schon mal was nachbestellen. Oha! Ach ja, das war ich ja. Okay, da wird gerade eingeräumt. So. Hier können wir 1, 2, 3 und dem 2. Kartoffeln auch 2. Ich bin am Geld verdienen, ne, und gebe gleich wieder Geld aus, ne? Meine Güte. So Jungs, ich helfe euch mal ein bisschen. Okay, der braune Zucker da unten. Ich sag mal jetzt brauner Zucker. Wo haben wir denn hier? Okay, ich muss den hellen Zucker holen. Naja, dann habe ich wieder Mist mockt. Hast du es endlich gefunden, Jung? Ach, nee. George hat Licht. Danke. Okay, das rote... Hat rote Zucker. Oder rosane. Pinke. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich so eine breiten Hüften? Sie kommt da durch, ich nick.
So, oh, das hellrote Mehl. Ja, danke. Warum nimmst du denn nicht die leere Kiste, du Typ? Ach, nee, da. So, den hellroten Ketchup. Ich sag mal jetzt den normalen Ketchup. Hallo, der Herr, lassen Sie mich mal durch. Ach, junge Frau, Sie brauchen sich ja nicht vor mir hinknien. So, dann mache ich auch mal den Hotten SketchUp. Na, hat gerade so gereicht. Was sagt die helle Soße? Ja, die helle Soße können wir auch noch nehmen. Aber das macht viel mehr Spaß, als das Scheißregale mal, die Scheißregale mal einzuräumen. Naja, was heißt die Scheißregale? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ah, hat's gereicht? Jo. Oh, steht sie jetzt hier dran? Jetzt stehen sie. Jetzt stehen die sogar schon draußen an. Oha, der Kaffee geht aber weg. Meine Güte. Der Kaffee geht weg. So, jetzt der blaue noch. Geh mal weg hier. Jetzt ist das der Cover auch wieder aufgefüllt. 31.000. Oh, ich kann mir die Erweiterung kaufen gleich. Das Blöde ist bloß, ich muss erst noch Ware kaufen. Aber ich kann ja mal gucken, wenn ich von allem erstmal alles habe, ne, dann bräuchte ich es ja erstmal gar nicht kaufen. Ach, so wie das da oben. Also ich sag mal so, ich kaufe jetzt erstmal nur das Nötigste. Ich brauche unbedingt die nächste Erweiterung. Also da, wo ich noch voll bin, kaufe ich nichts. Da kann ich während des nächsten Betriebes, hier brauche ich auch nicht unbedingt. Oha, hier die Eier. Die brauche ich auf jeden Fall. Toast haben wir genügend. Hier haben wir genügend. Zucker haben wir auch noch genügend. Das kann ich auch während des nächsten Betriebes kaufen. Okay, da oben einmal bloß. Klopapier brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Hier habe ich auch alles vorrätig. Hier habe ich auch alles mehr als vorrätig. Okay, einmal die Chips wenigstens. Aldehul ist auch genug da. Hier habe ich genug. Hier habe ich genug. Hier habe ich genug. Hier habe ich genug. Nudeln habe ich auch. Da ist auch noch genügend da. Da auch. Da auch. Guti. 33.000. Da würde ich sagen, schließe ich mal ab. Wir haben 7.000 eingenommen. So, jetzt kaufe ich das. Und dann war es das. Nee, oder? Warte mal, kann ich die kaufen? Kann ich die kaufen? Kann ich die kaufen? Scheiße, ich muss die Rechnung bezahlen. Ich muss die Rechnung. Ach, jetzt kann ich die Rechnung nicht mehr bezahlen. Doch, doch, kann ich. Rechnung. Na, guck mal an, wie viel Kohle ich noch hab. Na bitte, gucken wir mal. Na, guck mal an, wie wir jetzt hier umbauen können. Ich würde sagen, ich lasse den Laden noch mal ganz kurz zu, ein bisschen. Ich würde sagen, ich werde dieses Regal mal nehmen. Erstmal hier hin fromsen. Dann werde ich erstmal das hier nehmen und erstmal hier umdrehen. Dann kann ich das Klopapier ab. So. Das Regal stelle ich erstmal hier hin. So, jetzt muss ich mal gucken.
Jetzt kann ich dieses Regal noch nehmen und so um die Ecke stellen. Kriege ich das noch daneben? Das wäre sehr, sehr, sehr... Ja, kriege ich natürlich nicht. Shit. Kriege das auch nicht. Ach, Mist. Okay, ich muss die Paletten hier mal... So. Ja, komm, wir machen das Ganze in die Ecke. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Ja, komm, die kommen da ran. Es ist jetzt ein bisschen blöd. Oder wartet mal, ich mach erstmal so. Ich muss es ja nicht ganz so eng machen, ne? Ich kann das ja... Na, hier kriege ich es ja leider nicht rein. Ich mache das so. Und dann ziehe ich die Paletten wieder zurück. Genau so. Na, so sieht besser aus. So. Mache ich auch nicht ganz in die Ecke. Guck mal, das passt ja fast genau rein da, Mensch. So, dann könnte ich theoretisch die Kartoffeln hier noch mit herholen, ne? Ich meine, das passt mir jetzt zwar nicht unbedingt da. Ich könnte jetzt noch ein einzelnes Regal da rein fromsen, aber... Ich sag mal, ich habe jetzt so viel Platz hier, obwohl, wartet mal, wir können jetzt diese Regale... Wisst ihr, was ich mache? Ich werde diese... Musst du gerade jetzt einräumen? Hau ab hier. Obwohl, wartet mal, hier ist jetzt... Dann trenne ich die Nudeln. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Wie ist das, wenn ich die zwei nehme? Nee, das ist zu eng hier. Nee, dann ist es hier wieder zu eng. Ach, Mann! Ich glaube, ich nehme die Kartoffeln doch erstmal hier weg. Ich stelle die erstmal dahin. Ich werde... Obwohl, dann trenne ich die Reinigungsmittel wieder. Warte mal, ich kann ja trotzdem... Ich kann ja das Alkohol hier wegnehmen. Das Alkohol, alles klar. Stelle ich erstmal hier hin. So. Dann nehme ich das. Stelle das hier ein bisschen ran. So. Dann könnte ich doch jetzt theoretisch... Ne, es muss ein Regal, weil ich da hinkriege, ne? Ach, Mist. Ich will ja nicht unbedingt das Brot jetzt miteinander... warte mal, den Kaffee kann ich doch da hinten hinbauen zum Alkohol. Hier, guck mal, hier kann ich doch den Kaffee hinstellen. Kriege ich keins mehr dazwischen. Ne? Obwohl, das passt sowieso hier nicht. Da würde ich sagen sogar, ich nehme den Stück zur Seite. Nehme das hier weg. Fromst das hier noch dazwischen. Dann versuche ich, den wieder daneben zu stellen, auch wenn es jetzt ein bisschen weiter nach vorne kommt. Ja, komm, das geht erstmal so. So, dann kann ich den jetzt nehmen. Hier ranstellen. Und dann habe ich die Nudeln wieder zusammen. Ah, genau so. Na, guck mal an, so haben wir schon wieder ein kleines bisschen mehr Platz. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt das Wahre vom Ei, aber zumindest haben wir jetzt wieder mehr Platz. Genau, so, ich bin bei 34 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich lasse die Jungs noch einräumen. Wenn die eingeräumt haben, starte ich die nächste Aufnahme und dann sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.